Dieser Vorkass ist unmöglich. Und das ist sogar billiger als eine erste Mission, fällt mir gerade so auf. Und das wäre ein Schnäppchen gewesen damals. Ja, so viel dazu. Irgendwie erstmal weiter unsere Steuern. Jetzt dürfen sich unsere Bürger auch was anziehen. Naja. Gegen ein gutes Geschäft. Bisschen Werkzeug. Wie es euch beliebt. Und der Geld wird auch wieder knapp. Aber es sollte jetzt ja besser werden. Wenn es jetzt, wo wir Leihenkunden nicht behilflich sein kann, an unsere Bürger rausgeben. Dann darf das Haus hier noch aufsteigen und die Bauern kriegen höhere Steuern wieder. Und zwar gleich in den gelben Bereich. Wir brauchen jetzt ein bisschen Geld erstmal. Dann warten wir, bis wir eine Seilerei bauen können. Das braucht auch nicht mehr lange. Und wir verkaufen ein bisschen Holz. Sehe ich gerade, haben wir maximal das Lager gefüllt. 30 Tonnen können wir locker abgeben, würde ich sagen. Bringt zwar nicht viel Geld, aber immerhin etwas. Ihre Gebäudeauswahl wurde so vergrößert. Nun können wir auch eine Seilerei bauen. Und ich schau mal, ob alles gut läuft, was die Ressourcen betrifft. Ja, es läuft alles. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Mosthof reicht schon. Naja, erstmal gucken. Dann bauen wir mal eine Seilerei. Ausgezeichnet. Allerdings fehlt es noch an Hanf. Genau, wir brauchen noch mehr Hanf wieder. Immer dieses Hanf, ne? Dass die nie genug davon haben. Okay, aber erstmal würde ich sagen, warten wir jetzt mit den Seilen. Die Seile brauchen wir eigentlich erstmal hauptsächlich für diesen einen Auftrag. Und wir können unser Holz endlich verkaufen. Meine Lager, ja, 30 Tonnen bringen 120 Gold. Damit haben wir wenigstens wieder über 1000 Gold. War davon leben kann man nicht vom Holzverkauf. Dann warten wir jetzt, bis wir die 3 Tonnen Seile haben. Und bis unsere Seilerei produziert, dann haben wir nämlich die nächsten beiden Aufträge geschafft. So. Ich habe mal wieder vergessen, meine Stoppuhr zu stellen. Ich würde sagen, die ersten Seile sind in Arbeit? Großartig. Dann mache ich gleich mal die ganze Mission am Stück und schneide später. Vielleicht sind wir jetzt auch schon ein paar zwei, ich weiß es nicht. Wir werden es dann sehen, oder eher ihr werdet es sehen. So. Habe ich eigentlich genug? Ja, habe ich. Dann würde ich sagen, Kosten sparen. Wir legen die Betriebe erstmal still. Spart gleich wieder haufenweise Geld. Also, warum nicht? Ja. Dann warten wir mal, bis das Schiff wieder hier ist. Das ist ein Nachteil an diesen Schiffen. Diese kleinen Handelsschiffe sind recht langsam. Das dauert schon öfter mal ein bisschen, bis sie da sind. Gibt es wenigstens eine Belohnung? Nein, gibt es natürlich nicht. Ich bei euch in Auftrag. Auf den ersten Blick sehen sie reißfest aus. Naja, wir werden ja sehen, ob sie halten. Ich würde sagen, Gifurkas ist eindeutig Pessimist. In den Kampf ziehen, sollten ihre Waffen gesegnet werden. Genau, jetzt sollen wir da oben hinsegeln. Und ich würde sagen, du erkundest die Insel schon mal. Das andere Schiff kauft noch ein bisschen Werkzeug ein. Gibt es eigentlich bei den anderen auch Werkzeug zu kaufen? Nee, da gibt es Holz. Da gibt es natürlich gar nichts. Warum sollte er auf uns rausrücken? Meine Visionen trügen mich nie. Dieser Kreuz so ist Gottes Wille. Läuft weit alles. Eine neue Insel, ja, entdeckt. Gut. Wann kommt dieser Bruder Hilarius denn nun? Du kommst wieder zurück erstmal. Hier oben ist das Bergkloster. Willkommen, willkommen. Ich bin Bruder Hilarius. Hier kann man auch Werkzeug und Holz kaufen. Allerdings brauchen wir erstmal eine Verbindung zu seinem Kloster. Und deswegen müssen wir die Insel ich hoffe, ihr quasi in Beschlag nehmen. Und dafür brauche ich ein bisschen Werkzeug. Es euch ja doch noch anders.
Wie sieht's aus? Steuern erhöhen natürlich erstmal. So. Jetzt haben wir eine positive Bilanz von 267. Damit kann man leben erstmal. Was heißt hier erstmal? Das ist eigentlich sehr, eine sehr nette Sache. Und ich würde sagen, mit dem Baumaterial fahren wir gleich hoch nach Hagenberg und bauen hier unser Kontor auf. Und das andere Schiff darf ein bisschen warten. Die Mission ist auch schon bald wieder vorbei. Wenn ich mich nicht irre. So viel haben wir nicht mehr vor uns. Die Insel mit dem Bergkloster. Genau, wir sollen hier ein Kontor errichten. Das machen wir doch auch. Hervorragend. Ihr habt soeben Neues. Jetzt sollen wir das Bergkloster noch in unserem Einfluss bringen. Dazu einfach eine Straße bauen. Und fertig. Dieser Bruder Hilarius scheint der Abt zu sein. Er wird die Segnung der Waffen durchführen. Waffen soll ich segnen? Jetzt sofort? Aber hier vor mir liegt gerade dieses lecker duftende Hühnchen. Genau, der will wohl lieber essen. Herr im Himmel, also schön. Aber es ist mir gleich, ob der Papa die Waffen segnen will oder nicht. Wie schön, dass ihr zum Handeln kommt. So, dann nehmen wir ihn doch mal mit. Bring ihn vorbei, auch wenn er selber nicht wirklich froh darüber ist, weil er lieber essen möchte. Kann man doch verstehen, oder? Essen geht vor den Job. Naja. Dann ist unser Chef gleich hier da. Und das ist wirklich der Affo. Und das müsste auch gewesen sein, ja. Ich habe es geschafft. Es ist alles vorbereitet. Nun segnet schon endlich diese Waffen, damit wir sie an die Ritter verteilen können. Natürlich, du hast es geschafft. Ganz ohne Hilfe bestimmt auch noch. Nun denn. Möge der Herr diese Waffen salben, damit sie auf den Feind herniederfahren, zur Herrlichkeit des gerechten Glauben und... Und da haben wir schon den nächsten Charakter. Im Hafen. Ihr wollt also meinen Plänen eine Rolle spielen? Dann ist der Pakt besiegt. Ich gebe euch Gelegenheit, eure Loyalität unter Beweis zu stellen. Und wir haben es geschafft, alle Missionen, inklusive der Nebenmissionen. Und ich würde sagen, das war's von diesem Part und bis demnächst.